Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Es gibt in Japan eine Kunst, wo Kaputtes mit Gold repariert wird. Das ist so ein wunderbares Beispiel für die Liebe Gottes. Er nimmt all deine Scherben und fügt das zu einem Unikat zusammen. Und dort, wo kaputt ist, da repariert er mit seinem himmlischen Gold, was die pure Liebe Gottes ist. Ist das nicht wunderbar? Heute möchte ich wirklich was sagen zu dem Thema Gottes Wirken auf der Spur. Wir haben ein altes Testament und wir haben ein neues Testament. Und ich sehe einen Unterschied darin, im Alten Testament wurden die Gesetze auf Stein geschrieben, wurde das Wort Gottes in Stein gemeißelt und man musste dorthin gehen, wo die Steintafeln sind. Im Neuen Testament ist Gottes Wort in unser Herz geschrieben. Gottes Wort ist in dein Herz hineingeschrieben, wohnt in dir. Für jeden, der Ja zu Jesus gesagt hat. Lieben, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ein klares Ja zu Jesus haben, dass wir ganz klar mit Jesus leben. Das ist viel wichtiger wie Heilung oder irgendwelche Segnungen oder Wohlstand oder sonst irgendwas. Das Leben mit Jesus Christus ist das Allerwichtigste. Und das brauchen wir gerade in dieser Zeit, die wir hier haben auf der Erde und wo wir wirklich, wirklich Rat und Tat brauchen. Sein Wort, ihr Lieben, haben wir und in Jesaja 55, Vers 11 heißt es, es erreicht, was es will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Das Wort Gottes, es führt das aus, was Gott ihm aufgetragen hat. Und wir haben eine ganze Bibel voll, wo wir lesen können, was Gott aufgetragen hat. Und dieses Wort durch den Heiligen Geist lebt in uns und es möchte dir begegnen. Und manchmal ist der Weg von innen nach außen oder vom Kopf ins Herz der weiteste Weg. Und besinn dich heute Nachmittag hier in Essen nochmal wirklich neu, dass die ganze Kraft Gottes, nichts Schwächeres wie die Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen hat lassen, in dir ist und du hast die Möglichkeit, diese Kraft für dein Leben in dir freizusetzen. Ist das nicht was Wunderbares? Du hast die Herrlichkeit Gottes in dir. Du sagst, bist du noch nicht angekommen in dieser Welt um mich herum, da Not, dort Not und das geht schief, habe meinen Arbeitsplatz verloren. Ja, ihr glaubt gar nicht, wie viel Gebetsanliegen wir bekommen. Selbstverständlich. Aber ich habe einen Gott für Lösungen. Ich habe einen Gott, der auch aus Pandemien herausführt, aus verschiedenen Dingen rausführt, wo wir meinen, es ist eine Sackgasse oder wir sind am Ende dieser Erde angekommen. Ein Gott, der da hilft. Er hat alles getan. Jesus ging für dich ans Kreuz, für jeden von uns. Er kennt jeden beim Namen. Er hat nicht gesagt, ich ging für die Menschen ans Kreuz, ich habe sie pauschal errettet und werde sie pauschal heimholen. Nein, er liebt dich persönlich mit Namen. Mit Namen. Ich bin so begeistert. Letzte Woche habe ich einen Vers in der Bibel entdeckt. In YouVersion war das die Tageslosung. Und da steht drin, Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Drei Stück Freuds, ja. Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Dann kommt wieder der Otto Normalchrist und sagt, ach ja, das glaube ich nicht. Dann müsste es mir besser gehen, dann müsste mein Mann lieber sein, meine Frau lieber sein, meine Kinder nicht so blöd drauf oder was auch immer. Nein, Jesus hat
kam, um unsere Schuld und Sünde zu vergeben, wissen wir. Und in diesem Vers, ich habe ihn jetzt nicht vor mir, aber in diesem Vers steht auch drin, weil dir die Schuld vergeben ist, freut sich Jesus, Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Egal wie arm, wie reich oder wo du wohnst oder wie viel Schmerzen du hast, Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Und das ist doch was Wunderbares, wenn du vielleicht niemand hast um dich rum, der jubelt oder ach, jetzt kommt die wieder, jetzt der wieder, auch komm, gehen wir weg, weil die, nein, Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Ist das mal ein Applaus für Gott wert? Danke, Herr. Und ihr Lieben, jeder würde sich freuen, wenn hier Jesus stehen würde als ich hier. Und er ging in den Himmel, aber er hat uns den Heiligen Geist gesandt, dass er in jedem von euch hier, die auch heute im Leithaus in Essen seid, Wohnung gemacht hat, wenn ihr Ja zu Jesus gesagt habt, dass er in euch wohnt. Und das ist viel mehr, weil wenn du nachher rausgehst, kannst du nicht sagen, im Leithaus ist Jesus, sondern in mir ist Jesus. Du gehst nach Hause, in der Straßenbahn, im Bus, im Bahn, wenn sie fährt. Ja, ist Jesus in dir. Und dass wir brauchen nicht Kirchen, um Jesus zu begegnen. Es sind schöne Häuser, auch diese Kirche hier ist eine wunderbare Möglichkeit, dass wir Gemeinschaft miteinander haben können. Aber Jesus wohnt in dir. Amen. Jesus wohnt in dir. Und ihr Lieben, aus Gnade dürfen wir die ganze Kraft, die in uns ist, durch den Heiligen Geist freisetzen. Viele haben ein bisschen Angst, die Kraft Gottes freizusetzen, weil sie Angst haben, was könnte dann mit mir passieren? Ich sage dir, das, was der Heilige Geist wirklich macht, das ist was Wunderbares. Es gibt vieles, das gespielt wird oder Dinge, die nicht so gut aussehen, wo Menschen Heiliger Geist imitieren. Das ist nichts. Aber der Heilige Geist selber, er ist so was Herrliches, so was Kraftvolles, so was Edles. Und ich sage dir, du hast die göttliche DNA. Und liebende DNA, das ist ja heute eine große Sache. DNA redet man in verschiedener Weise. Und du hast göttliche DNA in dir. Und das heißt Heil an Geist, an Seele und am Leib. So viele kommen als zu den Veranstaltungen, die wollen nur Heilung für den Körper. Mach mal schnell Jesus und bet für mich und ja, schnelle Heilung zu haben. Und das ist nicht unbedingt verkehrt, aber das ist nur ein Drittel der ganzen Wahrheit. Wir brauchen Heilung an Geist, an Seele und am Leib. Und wir haben schon viele Menschen erlebt, die vielleicht im Leib gesund waren, der Geist aber krank oder die Seele krank. Das ist auch nichts. Nur wenn alle drei gesund sind, da haben wir in den Heilungstagen drüber gesprochen, wenn es das interessiert. Da haben wir eine ganze Serie darüber. Ich möchte es nur streifen. Geist, Seele und Leib. Und wir haben schon so oft erlebt, dass wenn Geist und Seele gesund werden, der Leib gleich gesund wird. Dass Geist und Seele Ursprung sind für das Kranksein des Körpers. Und da ist es wichtig, wir alle sind gefordert, dass wir schauen, dass unser Geist, unsere Seele und unser Leib gesund ist. Und nicht nur der Leib. Der Leib ist das, was uns wehtut, das ist das, was im Vordergrund ist, das Sichtbare, oftmals das Sichtbare, aber das andere ist genauso wichtig. Wir können direkt zu Gott kommen. Das ist das Schöne. Wir brauchen nicht mehr jemanden zwischendrin. Du kannst direkt zu Gott kommen. Und du hast manchmal Situationen oder man ist in Situationen, wo man nur noch sagen kann, oh Gott, hilf jetzt. Wo man nicht sagen kann, jetzt lasst uns mal eine Viertelstunde Gebetszeit haben. Nein, da muss es reichen, wenn wir nur sagen, Gott, hilf jetzt. Du kannst direkt zu Gott kommen, wenn du nach Hause gehst. Und so Veranstaltungen wie diese und die Gottesdienste, die ihr erlebt in eurer Gemeinde, die dienen dazu, dass wir Kraft schöpfen für Situationen, wo wir sie brauchen.
wo wir sie brauchen. Es ist schön, dass wir Gemeinschaft haben, aber es ist auch wichtig, dass wir rausgehen, auch dieser Welt zeigen, dass man in dieser Zeit noch glücklich sein kann, dass man in dieser Zeit Gottes Liebe reflektieren kann, gerade in dieser Zeit. Jesus kam, um uns zu retten, aber er kam auch, um uns zu ermächtigen. Und ihr kennt das bekannte Bibelwort, das in Lukas 10, Vers 19 steht. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Amen. Nichts wird euch schaden, aber nichts wird euch schaden ist die Bedingung, ich habe euch Kraft gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das heißt, etwas zu machen. Du sagst vielleicht, Schlangen, Skorpione gibt es in Deutschland so gut wie keine. Ich sage dir, die sind auch nicht nur die Schlangen, die Skorpione gemeint. In der Wüste findet man diese viel. Aber all das, was der Feind dir in den Weg legt, darfst du in Jesu Namen drauftreten, im Glauben drauftreten, nicht mit deinen Füßen, mit deinen geistlichen Füßen. Wenn der Feind kommt, ich hatte in Hamburg, wo wir vorgestern waren, eine Frau, die kam zum Gebet und hat gesagt, wenn ich ins Bett gehe, kommt irgendwas, das legt sich auf mir und sagt, ich töte dich. Da ist dir für solche Sachen die Kraft gegeben und zu sagen, in Jesu Namen verschwinde. Und nicht, Herr, da ist was, wo mir nicht... Nein, in Jesu Namen, er hat uns die Kraft gegeben. Wenn wir nur sagen, verschwinde, dann ist unsere Kraft, da steckt nichts drin. Da steckt nichts, aber in Jesu Namen. Wisst ihr, wie Jesus gebetet hat, als er auf dieser Erde war? Und er hat uns gesagt, was wir in seinem Namen bitten, das wird vom Vater geschehen. Und das ist genauso auch das, wenn etwas dir in den Weg kommt, wo du siehst, der Feind legt dir da irgendwas in den Weg, dann nimm dieses Wort und sagst, mir hat Gott, weil ich zu ihm gehöre, die Macht gegeben, darauf zu treten. Also in Jesu Namen verschwinde. Und das ist wirklich wunderbar. Er hat uns die Macht gegeben, nicht zu jammern und ach ja, sondern in Jesu Namen verschwinde. Auch zur Krankheit können wir das sagen. In Jesu Namen verschwinde. Ihr Lieben, was er uns aber auch gegeben hat, ist der Sieg. Und nur durch den Sieg können wir siegen, weil dieser Sieg gehört dir. Er hat gesiegt, dass er dir einen Sieg gibt zum Gebrauchen. Das ist nicht wie bei Olympia, wo man dann so eine Medaille bekommt, freut sich einen Tag und dann hängt man es in die Vitrine. Obwohl es die Christen auch gerne so machen. Die wissen, an welchem Tag sie zu Gott gefunden haben und ab jetzt bin ich Christ. Dann hängen das in die Vitrine. Besser gesagt, die Christen leben dann Fische und Kreuze. Ja, das ist aber nicht die ganze Sache, sondern der Sieg ist etwas, ist eine Ausrüstung zu gebrauchen. Wie ich hier mein Keyboard habe. Ich könnte das Keyboard nur hinstellen, alles anschließen, alles. Wenn ich nicht spiele, kommt nichts raus. Und so ist es auch mit dem Sieg. Wenn du ihn nicht gebrauchst, wird nichts passieren. Oh Herr, du weißt doch alles. Herr, du kannst alles machen. Du weißt alle Dinge. Und du liebst mich. Herr, mach. Ihr Lieben, wir sollen den Sieg gebrauchen. Wir sollen den Sieg gebrauchen. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wo im Fernsehen irgendwas kam, wo meine Frau gesagt hat, das kann nicht sein, dass dieser in mein Wohnzimmer redet und in Jesu Namen verschwindet. Dann gibt es einen Ausschalter. Ich muss ja nicht sagen, okay, jetzt das Studio explodiert oder was auch immer. Ihr Lieben, uns ist die Entscheidungsgewalt gegeben, wie wir mit dem Sieg umgehen. Dir ist sie gegeben. Auch deinem Pastor, aber auch dir. Wie gehst du mit dem Sieg um? Und das ist was ganz Wichtiges. Ihr Lieben, wie setzen wir das um? Leben wir im Heiligen Geist? Wenn wir darin leben, im Heiligen Geist, haben wir den Sieg. Und wachse, indem du den Sieg nimmst und mit ihm experimentierst. Mit dem Sieg experimentieren.
Und ich sage immer wieder, wir sind oftmals in der Herausforderung, Menschen kommen, viele Menschen, bete für mich. Tun wir von Herzen gerne, aber das war auch schon eine Riesenlast. Du betest für jemand, wie jetzt gestern in Hannover kam eine Frau, wo ich innerlich gebetet habe, Herr, lass sie bitte jetzt nicht umfallen, hol sie jetzt nicht heim. Die Niere funktioniert nicht mehr, Krebs, alles Mögliche. Und also total kaputt, dass diese Frau überhaupt noch laufen konnte. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass man betet und alles ist gut. Aber das ist manchmal so, ist nicht immer so, war auch gestern nicht. Ich glaube, dass mit der Frau was geschehen ist, weiß aber jetzt nichts weiter. Und dann kommt eine innere Stimme. Du siehst, es funktioniert nicht, lass es bleiben, du blamierst dich bloß. Ja, aber was ist mit den vielen, ihr Lieben, mittlerweile haben wir über 5000 gute Zeugnisse, wo Gott eingegriffen hat. Und wir lassen uns oftmals so entmutigen, weil es nicht so funktioniert, wie wir es uns wünschen. Ein schönes Beispiel aus Israel. In Israel war die Situation, eine Frau kam zu uns und wenn wir auf der Reise sind, sind wir für alle verfügbar, sitzen auch im gleichen Bus und eine Frau kam, kannst du für mich beten, hab so sehr Schmerzen im Rücken und kannst du für mich, ich sage, gar kein Thema, wir beten für dich und wir haben für sie gebetet. Der nächste Morgen war Abfahrt zu irgendeiner Stelle, drei Busse stehen da, sind so gut wie alle im Bus. Ich stehe da an der Tür vom Bus und die Frau kommt und denke ich, oh, ja, jetzt frage ich sie, sag mal, wie geht's dir? Seit du mit mir gebetet hast, viel schlimmer. Und der ganze Bus hat's gehört, dann denke ich, oh Gott, soll man überhaupt noch beten? Sie ist dann wirklich heil geworden auf der Reise, aber versteht ihr, experimentiert mit dem Sieg Jesu. Der Feind möchte es dir missmachen, möchte dir zeigen, es funktioniert nicht. Ich sage dir aber, Gottes Wort funktioniert. Der Sieg ist da, er ist für dich. Ich sage dir, lerne das kennen, was er getan hat, er tut es wieder, auch heute an dir. Glaub es, glaub es. Wie viel Sieg setzt du in deinem Leben frei? Du bist der Co-Pilot wirklich von Jesus. Ihr seht hier mich in einer Kanzel von einem A380, von dem größten Personenflugzeug, das es derzeit gibt. Und ich habe mir gewünscht, von meinen Kindern in einem Simulator mal so ein Flugzeug fliegen zu dürfen. Habe keine Ahnung vom Fliegen, der Pilot rechts neben mir, der hat sein ganzes Leben solche Maschinen geflogen, war hell begeistert von dieser Maschine und hat mich auf den Pilotensessel sitzen lassen, hat mir eine Viertelstunde erklärt, wie man fliegt und wie man was machen muss und sagt, im Prinzip müssten Sie gar nichts machen, das Flugzeug macht im Normalfall alles. Wir sind eigentlich nur noch da, wenn Zwischenfälle sind. Aber dass man ein bisschen Spaß hat, darf man es auch fliegen. Also ich habe den Hebel in die Hand bekommen und durfte dann fliegen. Das ist echt ein super Gefühl. Der Sound war auch recht echt. Und ich habe unter Anleitung von dem Piloten, der auf der Co-Pilotenseite saß, habe ich wirklich eine Landung hingelegt. Auf dem John F. Kennedy Airport bin ich gelandet und boah, das hat funktioniert. Das war echt toll. Dann sagt er, wo wollen Sie jetzt hinfliegen? Dann sage ich mal nach Karlsruhe, das ist ein ganz kleiner Flughafen mit 4 Schalter. Da möchte ich mal hin, sag ich, kann man da überhaupt landen? Sagt er, ja, ja, das, also die Maschine kann das. Und ja, dann habe ich gedacht, wer John F. Kennedy kann, der kann Karlsruhe. In Karlsruhe bin ich auf dem Rasen gelandet. Okay, also ich glaube, der hätte jetzt renoviert werden müssen, wenn es echt gewesen wäre. Aber ein Co-Pilot führt die genau das aus, was der Pilot haben möchte. Und wir sind die Co-Piloten. Und wenn Gott sagt, ich habe dir hier den Weg und flieg da und du sagst, nee, hier hat es Palmen. Ich möchte lieber zu den Palmen. Nee, ach Herr, da unten, guck mal, da ist doch schön und guck mal dort. Ein Pilot würde sofort seine Lizenz verlieren
Und so, aber die Christen verlieren ihre Lizenz nicht, sondern ihr Lieben, wir dürfen wirklich das, was Gott uns zeigt, das sollen wir auch tun. Bist du zufrieden, wie es ist, oder hast du Hunger? Ich meine jetzt nicht nach irgendwo Essen für deinen Magen. Hast du Hunger? Es gibt so viele Christen, die haben gar keinen Hunger mehr. Die sind sowas von fertig für die Ewigkeit, dass gar nichts mehr reinpasst. Und ich gehe auch nicht irgendwo in den Laden und kaufe was, wenn ich keinen Hunger habe. Da ist jedes Kiosk mir egal. Habe ich aber Hunger oder Durst, dann gehe ich dorthin. Und ihr Lieben, es heißt in der Bibel, wer durstig ist, der komme. Jesus starb, um dir die ganze Kraft des Himmels zu geben. Sagst du, hier bin ich Herr, hier bin ich Herr, sende mich. Gott will wirklich heilen, was zerstört ist. Lass es zu, dass in deinem zerbrochenen Leben eine wertvolle Veränderung hineinkommt. Und ich habe euch hier etwas mitgebracht. Hier steht drauf, mein Leben. Habt ihr schon mal gehört, wie sich euer Leben anfühlen kann? Wie hört sich das an? Wie viele Scherben. Und wie oft haben wir unser Leben zu einer schönen Kiste und sagen, Jesus, danke, du bist so gut und du bist immer mit mir, aber meine Vergangenheit lasse ich nicht los. Meine Schmerzen trage ich als Liebe für meinen Herrn, der aber gesagt hat, ich trage die Last. Ja, meine Kinder, das ist alles so schief gegangen, meine Erziehung. Und das und jenes ist alles so kaputt und ich habe meine Kinder falsch erzogen, habe ich jetzt erkannt. Es ist alles, also mein ganzes Leben ist ein Scherbenhaufen. Ich sag dir, es gibt in Japan eine Kunst, das hat nichts mit irgendwelchen Geisterdinge zu tun, sondern eine Kunst, wo Kaputtes mit Gold repariert wird. Und ihr Lieben, mir kamen die Tränen, als ich das gesehen habe. Das ist so ein wunderbares Beispiel für die Liebe Gottes. Er nimmt all deine Scherben und fügt das zu einem Unikat zusammen. Und dort, wo kaputt ist, da repariert er mit seinem himmlischen Gold, was die pure Liebe Gottes ist. Ist das nicht wunderbar? Und das ist auch heute so. Du machst dir Vorwürfe. Ja, oh Gott, ich habe da versagt und dort versagt und so weiter. Und der Feind sagt, ja, und dort hast du auch noch versagt und das auch noch. Und Gott sagt einfach, du bist doch mein Kind, ich habe dir vergeben. Ich habe dich schon ganz gemacht. Im Englischen heißt es whole. Das Wort kann man nicht so ins Deutsche übersetzen, wie das im Englischen die Bedeutung hat. Das heißt vollkommen ganz. In Deutschland gibt es nur ganz. Das ist nicht ganz das Wort. Du bist vielleicht ein Scherbenexperte deiner Vergangenheit. Ich sage dir aber, limitiere Gott nicht. Limitiere Gott nicht mit den Grenzen deiner Umgebung, wo du sagst, ja, aber schon klar, im Leithaus, ja, aber wenn der da vorne wüsste, ja, aber der, wenn der wüsste, wo ich wohne, wenn der meine Familien kennen würde, wenn der meine Diagnose vom Arzt kennen würde, ist doch egal, Gott kennt sie, Gott weiß es und Gott hat die Fähigkeit, dich ganz zu machen. Und ich sage dir auch in der Gebetsnacht, in ein paar Tagen werden wir das Thema haben, einfach grenzenlos. Und ich sage dir, wenn du möchtest, schau zu, einfach grenzenlos. Hast du Schuldgefühle, hast du Scherben? Dem Wirken Gottes auf der Spur, dem Wirken Gottes auf der Spur wollen wir sein und wollen es auch erleben. Und heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Sag mal, heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Und ich sag dir, bring ihm jetzt deine Scherben.
bring ihm jetzt deine Scherben. Und er will etwas ganz, ganz Tolles daraus machen. Etwas ganz Tolles. Wisst ihr, ich war im Pflanzengeschäft und da stehen solche blauen Gefäße für 2,38, hunderte weiß und jedes sieht gleich aus. Aber es gibt auf der ganzen Welt keines, das so aussieht und das mit Gold repariert ist. Und es gibt auch auf der ganzen Welt keines, das so aussieht, was Gott aus dir gemacht hat oder noch machen darf. Ob du zulässt, viele sagen, Herr, meine Vergangenheit, Finger weg, das ist meine Sache, ich möchte daran denken und meine Kinder ist auch mal. Ja, Gott zwingt dich nicht dazu. Aber wenn du sagst, Herr, ich übergebe dir alles, dann macht er etwas Wunderbares aus deinem Leben. Amen. Schauen Sie mal. Wir haben das Magazin für Sie neu gestaltet. Freuen Sie sich auf mutmachende Artikel im frischen Gewand. Neugierig geworden? Dann gleich bestellen. Natürlich kostenlos. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.